Na. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mario Kart 8 Deluxe 219 Sam, heute mit mir, und zwar dem hier mit dem Riddler Kostüm auf dieser Fahrzeugkombination. Und da wir das letzte Mal diesen Cup hier haben, fahren wir heute den Doppelkirsch Cup, weil den hier hatten wir auch schon. Let's go! Und Los Angeles wäre da die erste Strecke, Leute, es dauert nicht mehr lang. Der nächste Cup wird schon der erste Spezialcup. Oh, ein scharf driftendes Bike. Und ich freue mich drauf. Ich habe es noch nie gespielt. Und bin gespannt, wie das sich so spielt. Schade. Auf jeden Fall. Ich mag diese Strecke eigentlich ganz gern. Für Stadtstreckenverhältnisse. Ich bin nicht so der größte Stadtstreckenfan. Weil, ja, es passt nicht so in Mario Kart. Aber es ist ganz funny, die Idee. Und ja. Die Strecke ist eh in Ordnung. Sie hat schon wieder abwechslungsreiche Kurven und so. Sie macht nicht großartig irgendwas falsch. Und ich sage, ich weiß gerade gar nicht, wie sie beim Ballandor-Werting gerankt war. Ranking meine ich natürlich. Ich glaube, da war sie tatsächlich nicht so gut gerankt, aber die anderen Strecken waren halt auch gut. Und ich bin gerade mies schlecht. Der Boost, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das war nicht so gut. Viel Abkürzung durch Boosten. Booster, Rigger, Me. Ja, nice. Die Sonnenuntergangswüste. Die Untergangswüste. ja. Ich finde die Strecke sogar ganz okay. Weil ich finde das eigentlich auch wieder ganz witzig, einfach nur kurz eine Piste abzufahren. Auch wenn es natürlich geil ist, sowas wie Käsepark oder so zu fahren. Der ja auch so hätte aussehen können. Aber nein, also schade, aber ich finde die Strecke okay. Was ich nicht okay finde, ist, wie ich fahre. Das geht so wirklich nicht. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen shortcutten. Ich glaube, da hier ist eine ganz gute. Nein. Da hier war eine richtig beschissene Kurve dafür. Das ist traurig. Wie ich hier fahre. Das ist sehr traurig. Ich glaube, für mich ist das wirklich die Untergangswüste. Gott, 3 Sterne wird mich dieses Mal natürlich wieder freuen, nachdem ich es das letzte Mal nicht geschafft habe. Unter Zeitdruck. Schauen wir mal. Ich nehme diese Folge, by the way, wieder in der Früh auf. Aber diesmal nicht 10 Minuten, bevor ich weg muss. Sondern 40 Minuten davor. Das ist deutlich genug Zeit. Und ja. Kann ich mit diesem PC irgendwas retten? Kann ich tatsächlich. Das ist gut. Come on, gib Gas, Alter. Und ja. Geschafft. Geil. Die Strecke ist geil. Die ist eine meiner Favorite-Strecken. Weil sie ist einfach cool. Sie ist richtig entspannt. Ich mochte sie damals auf der Wii. Auch wenn sie hier ein bisschen verfickt irgendwas, verschissen wurde. Das war gerade traurig. Trotzdem ist es eine coole Strecke, die cool ist. Auch wenn ich nicht so gut fahre gerade. Hier wird es halt so ein bisschen vermasselt, dass sie einfach nichts ist.
weder diese Elektroschock-Dinger noch irgendwelche Cheep-Cheeps oder so. Das ist halt ein bisschen ärgerlich und ansonsten, ja, Mai. Ja, ist halt ein bisschen schlechter. Die Strecke ist trotzdem cool, Leute. Jeder hat Fehler. Oh Gott, ich höre mich an wie so ein Volksschullehrer. Obwohl, Deutschland, Grundschullehrer. So hier stabiler Sprung. Müssen wir nach links. Gott, das hat gar nicht funktioniert. Können wir da mal ein Item. Es kann tatsächlich einen effektiven Nutzen haben. Item plus ein bisschen Beschleunigung, wenn du ein bisschen weiter außen bist. Finde ich interessant. Ja, hier rutsche ich immer so weit raus. Das ist nichts, was mir gefällt. Hier drifte ich mal innen. Oder versuche es zumindest. Item, schade. Come on, ich brauche den ersten. Wir haben schon zwei Rennen gewonnen. Warum nicht das dritte auch noch? Jetzt bin ich ja nicht allzu schnell. Sprich, ich kann hier und ich bleibe immer noch bei der Wand. Come on, ich nehme mir hier Item noch. Doppel-Item sogar. Doppel-Banane, das finde ich gut. Jetzt kann ich hier durchziehen und bam bam und wieder erster. Ja, boom, perfekt. Vancouver Wildpfad. Oh, die Strecke mochte ich nicht ganz so. Vielleicht wird auf diesem Kanal hier auch mal ein großes Booster-Streckenpass-Rating kommen. Ranking. Was laber ich hier heute? Rating. Hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Vielleicht könnte ich auch einmal eins mit allen Strecken aus Mario Kart machen. Auch wenn es verdammt viel Arbeit wäre. Ich werde mich da auf jeden Fall dazu setzen, habe ich jetzt beschlossen. Aber das halt nur. Okay, da wird es eine Zeit sein, da werde ich dann eher rausballern. Und nicht so aufwendige Videos. Doch, die sind verdammt aufwendig. Aber nichts mit Script. Osbeth und Script, nein. Du schaust es, findest, ja, das ist witzig und schneidest es dann. So. Ja, man, die Strecke, die müssen wir noch gewinnen. We just have to. Diesmal halt ein bisschen zu verdammt, so ein bisschen Slalom-artig. Ja, Doppel-Item, bitte sei was Gutes. Eine Ratchet, die ich verschwendet habe. Juhu. Doppel-Item, bitte sei was Gutes. Eine Banane, okay. Bringt mir bei der Blue Shell allerdings doch was. Ich konnte die Blue Shell mit der Banane dodgen. Jetzt kann ich mich hier. Okay, gut, dass die Zähne. Oh, bums mich. Ärgerlich. Ah. Ja, ich mag die Stadtstrecke hier nicht. Vancouver und ich bin in der Früh hier am Aufnehmen. Ich bin müde. Sprich, ich habe keinen Bock zu schreien. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann wisst ihr es. Like, abonnieren, kommentieren und das Ende dieses Projekts genießen, das bald kommen wird.